das so. Diesmal dieses Herzchen mit dem Töten möglichst vieler Schleime und Schleimbehälter. Ich glaube, da ist diesmal ein grüner Schleim drin, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, die bewegen sich wenigstens nicht. Nur die Schleime jetzt hier drin. Da kommt er auch schon. Ein gelber, kein grüner. Naja, gut. Wobei, er sieht schon irgendwie grün aus. Da ist die Kraft. Ne? Auf dem Untergrund kann man das gar nicht so... Hä? Was macht der Schleim? Jetzt haben wir es nicht nur mit dem Schleim zu tun, sondern auch noch mit dem Dschungelwurm. Na gut. Der bewegt sich eigentlich auch unterirdisch, aber irgendwie scheinen wir so viel Schaden immer an ihn zu machen, dass er gar nicht dazu kommt, sich unterirdisch zu uns hier rüber. Doch, da ist er. Aber wir können ja wegdodgen. Man sieht ja glücklicherweise den Kreis auf dem Boden, wo er sich gerade unterirdisch befindet. Winzige Giftbeutel hat er gehabt. Naja, hätte auch ein großer sein können oder ganz viele kleine. Das ist schließlich ein großer Wurm gewesen. Ja, solche Würmer gab es schon früher, aber die gab es bei Guild Wars 1 immer nur in der Wüste. Ich habe heute irgendwie einen dicken Frosch im Hals, also wenn ich mich hier so oft räusper. Ich kann das hinterher leider nämlich alles nicht in der Audioaufnahme rausschneiden, deswegen... Beziehungsweise, ich kann natürlich schon, aber das ist wirklich ziemlich viel Arbeit, muss ich sagen. Die mache ich mir natürlich gern für euch, aber... Manchmal muss man es auch einfach hinnehmen. Ich bemühe mich schon, mich nicht so oft zu räuspern. So, etwas über 50% haben wir schon. Müssen hier noch weiter ein bisschen langweilig die Schleime töten. Gleich gehen wir nochmal bei der Proteststation vorbei. Schwenken da noch zweimal unser Protestschild. Hey, Dr. Blind, lass es sein. Freiheit für die Schleime. Ups! Da ist er gekommen. Was habe ich getan? Oh Mann, hätte ich mal nichts gesagt. Da haben wir einen Veteran instabilen Schleim, der ein Schild macht. Oh Mann, was für ein Zufall jetzt. Und wenn er den Schleim macht, dann glaube ich... Aua, 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 der hat aber eine hohe Schussfrequenz. Nein, lass mich in Ruhe. Hey! Ich kann auch nichts dafür, dass der Dr. Blind mit euch irgendwelche unautorisierten Experimente durchführt. Huch. Ah, jetzt hat er... Genau, das blockt er dann. Ah, oh, oh, ich bin fast tot! Oh Mann! Hilfe! Vielleicht, wenn wir den roten Schleim noch möglichst schnell töten, vielleicht stellen wir uns dann wieder hin. Ah, oh, das sieht gut aus. Glücklicherweise hat er gerade sein Schild gecastet. Oh, wei, 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 schnell, schnell. Wassereinstimmung, Wassereinstimmung. Oh, nein! Oh, ist der brutal! Habt ihr es gesehen? Der hat auch noch... Oh, weg hier. Ich habe Angst. Der hat an seinen... Na, das hat der eine Aggro auf mich. Folgt er mir? Okay. Und was schießt ihr jetzt auf mich? Nichts, glücklicherweise. Oh, jetzt beschäftigt sich hier ein anderer Spieler mit dem Schleim. Dann helfen wir mal, weil das ist ja eigentlich unser gewesen. Naja, quasi. Der wirft und der spawnt neue Schleime dabei auch noch. Aber hier zu zweit schaffen wir das jetzt, Gott sei Dank. Meine Güte. Dankeschön. Ich glaube, da sind wir mal nett und schreiben mal in den Sagenschatz, thanks. Puh. Meine Güte. Verbeugen können wir uns auch noch. Er hat uns nämlich das Leben gerettet. Und da wir nicht wissen, ob das ein deutscher oder ein internationaler Spieler ist, sagen wir auch noch dazu, dass er unser Leben gerettet hat. Mhm. Ups, you saved my life. Na gut, das sollte natürlich you heißen. Also kümmern wir uns weiter hier rum und das Event ist noch im vollen Gange. Werdet Herr über den instabilen Schleim in Dr. Blinds Lager. Das ist also nicht der einzige Schleim. Ach doch, Event war erfolgreich, da hat sich noch jemand anders drum gekümmert. Wir haben nur einen Bronzeabschluss bekommen, weil wir uns nur mit dem einen Veteranenschleim da beschäftigt haben. Aber im Großen und Ganzen hat uns das trotzdem weitergeholfen. Wir haben natürlich nicht ganz so viel Karma bekommen und nicht ganz so viel Geld, wie wir bekommen hätten, wenn wir einen Goldabschluss erzielt hätten. Aber
Das Ganze hat trotzdem auch noch einen Fortschritt auf unserem Herzchenbalken bekommen. Und ich denke, wir schwenken noch einmal ein Protestschildchen. Gib mir mal... Rahimine, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte hier von der Proteststation ein Schild nehmen. Und schwenke noch einmal ein Schild. Nieder mit den Experimenten! Und dann können wir es auch schon fallen lassen. Herzchenabschluss. Juhu. Danke, wir wissen eure Anstrengungen sehr zu schätzen, Regga und er. Im Unterschied zu Blind versteht ihr die Ordnung und das Regelwerk für die Schleimtests und haltet euch daran. Mit ein paar mehr vernünftigen Köpfen wie euch an meiner Seite könnte es mir eines Tages glatt gelingen, Blinds Forschungen zu stoppen. Huda. Kupfer, Karma, alles meins. Und dann sprechen wir mal mit der guten Huda. Bin mir nicht sicher, ob ich genug Beweise habe, um Blind endgültig einen Riegel vorzuschieben, aber jede Hilfe ist willkommen. Bevor ihr geht, nehmt euch eine Kopie unserer Petition. Ich mir schwant Böses. Wir wollen, dass es für seine Untaten zur Rechenschaft gezogen werden kann. Worum wollen wir wetten, dass wir jetzt eine Petition kriegen, um sie uns als Accessoire an die Ohren zu hängen? Schauen wir doch mal. Accessoire, Petition an den Arkanenrat. Oh, plus 4 Kraft. Das ist also schon mal etwas höherwertiger. Es ist auch erforderliche Stufe 8. Und es hat noch einen kleinen, so eine kleine Beigeschichte unterzeichnet, um die Suspendierung von Dr. Blind aus dem Arkanrat zu unterstützen. Ich unterstütze dies. Und zwar mit dem Erwerb dieser Petition, die ich mir gleich an die Ohren hängen werde. Die sind ja noch nicht lang genug. Außerdem kriegen wir Sezierwerkzeuge Modell L12 angeboten. Und zwar sind das... Ist das ein Dolch für Level 8? Nein, ich bleibe bei meinem Stab. Den finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Ich komme damit mittlerweile ganz gut klar. Das mit dem Hin- und Her-Switchen in den Einstimmungen funktioniert immer noch nicht so ganz. Aber wir werden das schon hinkriegen. Wir werden sicherlich besser werden. Das wäre jetzt wieder eine gute Möglichkeit gewesen, um mal eben schnell in die Einstimmung zu wechseln. Aber nö, gerade schon gesagt, schon wieder vergessen. Was haben wir denn hier oben? Auf jeden Fall einen blinden Fleck auf unserer Karte. Dann hüpfen wir mal darüber. Ein Kartoffelfeld! Ein schwebendes Kartoffelfeld! Nom nom nom. Da nehmen wir doch ein paar Kartoffeln, ein paar viele Kartoffeln. Nom nom nom. Stufenaufstieg! Kartoffelernter Supermeister. Ich bin eine Stufe aufgestiegen, weil ich Kartoffeln geerntet habe. Großartig. Ja, auch jedes Abernten von irgendeinem Abbauspot bringt nämlich Erfahrungspunkte. Und da wir natürlich noch relativ klein sind, Stufe 9, das ist ja nichts im Vergleich zu Stufe 80, die wir erreichen. Au! Oh! Glück gehabt. Zur Stufe 80, die wir erreichen könnten. Und deswegen kriegen wir noch relativ viele Erfahrungspunkte beim Ernten von solchen Erzknoten. Schauen wir mal, was hält denn Stufe 9 an Belohnung für uns bereit? Und zwar das Zeug, was wir uns gerade eben noch für teuer Geld gekauft haben. Einen Komplettsatz, Kupferholzfäller-Axt, Kupfererntesichel und Kupferspitzhacke. Klickt für weitere Informationen. Rüstet das entsprechende Werkzeug aus, um zu sammeln. Spitzhacken benötigt ihr zum Sammeln von Erz, Erntesicheln für Pflanzen und eine Holzfäller-Axt, um Holz von Bäumen zu erhalten. Aus dem Material, das ihr gesammelt habt, können neue Gegenstände hergestellt werden. Okay. Bankgeschäfte. Klickt für weitere Informationen. Geht zu einer Bank in der Stadt, um eure Gegenstände einzulagern und eure Sammelgegenstände anzusehen. Einige Gegenstände wie Handwerksmaterialien können von überall aus gelagert werden. Ihr müsst nur in eurem Inventar Material lagern auswählen und einen Rechtsklick daraus ausführen. Ja, das machen wir schon die ganze Zeit. Das ist alles neu. Also früher hat man solche Tooltips nicht bekommen, insbesondere nicht bei jedem Aufstieg. Und man hat auch nicht solche Belohnungen bekommen. Meine ich zumindest. Das ist alles geändert worden. Ich denke mal, das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich der große Boom, der große Run auf Guild Wars 2 ein bisschen abgeebbt ist, weil das Spiel ja jetzt doch schon über 2 Jahre, 2,5 glaube ich jetzt, alt ist und natürlich nicht mehr ganz so viele Spieler auf den Karten rumlaufen und sich gegenseitig helfen können. Da hilft einem dann natürlich so ein Toolchip schon weiter. Und es ist natürlich auch ganz okay so. Also
Ich komme damit sowieso gut klar, weil ich das Spiel einfach schon seit der Beta spiele. Aber ich denke mal, jeder Neueinsteiger, der ist hier wirklich mit diesen Tooltips ganz gut bedient. Also, ich glaube, da fühlt sich keiner... Hä? Die haben mit Flaschen nach mir geworfen. Und jetzt liegen die hier. Wir können auch eine Flasche nehmen. Komm, nimm eine Flasche. Nimm eine Flasche! Ich habe sie wohl kaputt gemacht, oder? Ich kann die Flaschen nicht nehmen. Kein F, kein Dialog kann ich nicht nehmen. Ein Blaubeerbusch, das ist was Neues. Welchen Level haben denn die Gegner hier? Die haben Level 8, das heißt, das ist schon das Gebiet, in dem wir uns aufhalten sollten. Hier ist Kritwerfer, nimm das. Ah, das ist ein Nahkämpfer, den können wir wieder durch unseren rennenden Rückzug locken. Der andere nicht, doch, der ist auch ein Nahkämpfer, aber der läuft nicht so langsam, weil er kein schweres Paket trägt. Aber auch dich ziehen wir hier durch unsere großen Feuerfelder durch. Hat aber schon mehr Aua gemacht. Allerdings konnte ich auch nicht mehr ganz so oft dodgen, weil ich das schon beim ersten Gegner verwendet habe. Ich habe aber auch nicht gesehen, dass der zweite gleich mitkam. Blaubeeren haben auch Löwenzahnblüten dabei, wenn man sie aberntet. So, und dann sind wir ja auch gleich schon in der Sackgasse, glaube ich, angekommen. Das heißt, wir haben hier jetzt noch ein paar Skritts, die wir aber links liegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und uns dafür jetzt erstmal die Wegmarke hier holen. Ackwildnis. Und dann zum Herzchen gehen. Noch gleich ein paar Blaubeerbusch mitnehmen. Was ist das? Portalstück? Portalstück. Mit dem Klick, beziehungsweise mit Drücken der Steuerungstaste werden uns solche Sachen immer angezeigt. Also die gelben Gegenstände werden uns natürlich auch so angezeigt, wenn wir uns in ihrer Nähe befinden. Das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ich jetzt hier zu dem Portalstück gehe, wird es automatisch angezeigt, weil ich es ja auch aufheben kann. Aber... Oh, okay, ich packe es anscheinend in den Rucksack. Das heißt, ich habe die Hände frei, um noch gegen diesen Sumpflindwurm zu kämpfen, mit dem gerade die Laura Johanna kämpft. Das ist ein bisschen untypischer Asura-Name. Denn Asura haben die Eigenart, dass sie relativ viele Konsonanten in ihren Namen haben. Das sieht man ja dann auch hier. Emmy, und beziehungsweise, dass oft Vokale und Konsonanten gedoppelt vorkommen. Deswegen habe ich meinen Charakter ja auch Regga genannt. Komm! 322R. Oh, kein wirklich lebender Partner zum Interagieren. Wünscht ihr mit meiner Schöpferin Pana zu sprechen? Für die Gesprächsunfähigen ist eine aufgezeichnete Nachricht verfügbar. Ich bin nicht unfähig, ich bin einfach nur unsozial. Nun spielt schon die Nachricht ab? Nee, ich bin auch nicht unsozial. Hallo? Ich helfe den Leuten, wo es geht. Na gut, dann sagen wir einfach mal, warum nicht. Ah, exzellent. Ach nee, das ist die Pana. Ah, exzellent. Die Subätherverbindung ist kristallklar. Seid ihr hier, um bei meiner Forschung zu helfen? Was braucht ihr? Diese schmutzigen Ratten reißen ständig Teile aus meinem Portal. Könnt ihr sie zurückholen? Und ein wenig Ungezieferbeseitigung könnte auch nicht schaden. Okay, ich werde mal sehen, was ich machen kann. Also es ist Ungeziefer beseitigen. Unsere Zusammenfassung hier oben sagt, findet Portalstücke, erschlagt bösartige Wildtiere und besiegt die Skritt, die Pana stören. Nun gut, da haben wir Sumpflindwürmer. Sogar Sumpflindwurmjunge. Die stören jetzt gerade, glaube ich, gar nicht so sehr. Also schauen wir mal, was es mit den Portalstücken hier auf sich hat. Hier oben haben wir auch ein Portal. Doch nicht. Es war aber irgendwie ein Anzeigebug, oder? Nehmen wir noch mehr Portalstücke auf. Hier ist auch noch eins. Oh, das ist ja hübsch hier mit dem Wasserfall, oder? Echt hübsch. Huch. Jahre harter Arbeit haben diesen Moment möglich gemacht. Lasst bloß nicht zu, dass irgendetwas das vermurkst. Okay, hier ist ein Event losgegangen. Haltet Skritt-Plünderer davon ab, das Asura-Portal zu zerstören. Ei, wei, wei, wei. Jetzt sind wir hier natürlich wieder alleine. Wir haben doch hier so einen Eisboden. Damit können wir sicherlich verhindern, dass sie so schnell da dran kommen. Ei, ei, ei. Ah, der ist doch schneller, als ich gedacht hatte. Der kümmert sich tatsächlich überhaupt nicht um mich. Das heißt, ich kriege überhaupt gar keine Aggro von dem gezogen. Jetzt komm schon her, Skritt-Sammler.
Lass das Portal in Ruhe. Aber ich sehe schon, das ist nichts, was ich hier wahrscheinlich so gut alleine erledigen kann. Gelegentlich mal nicht vergessen, auf F zu drücken, um das zu plündern, was die anderen Skritiere fallen gelassen haben. Nein, lass das Portal in Ruhe. Wahrscheinlich haben andere Spieler gerade schon ordentlich geackert, um hier, das Portal wieder in Gang zu setzen. Ich gehe zumindest davon aus, dass dafür die Portalstücke da sind. Ja, ich tue mein Bestes, aber ich bin allein Pana und außerdem könntest du auch mal helfen, ne? Also nicht nur da so in der Ecke rumstehen und gar nichts tun und hier kluge Regen schwingen von wegen, passt auf mein Portal auf. Ja, da stehst du ja schließlich, du könntest auch mal helfen. Wenn sie wenigstens irgendwie eine Animation hätte, dass sie sich gerade irgendwie mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Oh, der hat ein Portalstück fallen lassen. Und wir sind schon wieder down. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh, der nimmt die Portalstücke aus dem Portal raus. Wir kriegen hier so viel Schaden rein. Schaffen wir es denn noch? Oh ja, wir schaffen es noch, uns hinzustellen. Dann sollten wir uns mal ganz schnell in die Wassereinstimmung bewegen hier. Und schauen, ob wir das Ganze hier noch hinkriegen. Mhm. Portal aktiviert sich wieder in 3 Minuten 42 Sekunden. Das ist zu viel Schaden für mich. Oh. Ja, ist gut. Ich tue zwar mein Möglichstes, aber das sind doch ein bisschen viele Skrit für mich hier. Jetzt habe ich mal ein bisschen Abstand gesucht und aber ich sehe es schon, ich werde gleich wieder down sein. Außerdem kriege ich das hier nicht geregelt mit den ganzen Skrit. Ich komme einfach zu schnell. Schauen wir mal hier, dass wir ein bisschen... Nee. Die klauen hier allesamt die Portalstücke. Das Portal ist gleich ganz hin. Ich nehme mal an, dass der abnehmende Balken hier eben bedeutet, wie gerade die Funktionsfähigkeit von dem Portal ist. Und die ist gerade nicht mehr so toll. Sind gerade nur noch so 60% von dem Portal da. Der Rest ist schon geklaut worden. Na gut, wenigstens können wir dann wahrscheinlich nochmal diese gesamte Eventkette von vorne spielen. In der wir dann wahrscheinlich erstens die Portalstücke beschaffen müssen, um das Portal wieder ganz zu machen und dann hinterher das Ganze hier nochmal. Huch, das war wirklich auf den Punkt genau getötet, dass ich direkt wieder aufgestanden bin. Die Skriptflaschenwerfer sind ja auch Level 10. Ich meine, wir sind Level 9, aber wenn dann natürlich so viele auf einmal zusammenkommen...